Neben diesen allgemeinen gesellschaftlichen Anforderungen, die uns dazu bewegen, über Lernanforderungen, Lerntrends nachzudenken, gibt es auf der nächsten Folie vor allem Anforderungen, die uns aus dem täglichen Leben begegnen, im Prozess, im Arbeitsumfeld. Wir kommen aus dem klassischen Lernumfeld, aus der klassischen Lehr-Lern-Philosophie, Trainings machen, 3 Tage Training, auf dem Vorrat lernen und dann ab in die Arbeit. Und was wir in den letzten Jahren merken, wir haben deutlich mehr Anforderungen zum Zeitpunkt eines Prozesses, Informationen zu bekommen. Komplexes Wissen, das ich nicht mehr wochenlang im Voraus lernen kann, dann zur Anwendung. Wir haben neue Arten Informationsbeschaffung. Ich brauche Informationen jetzt, sofort. Ich brauche sie nicht im Handbuch. Ich brauche sie nicht von vor 3 Wochen. Ich brauche sie jetzt. Wir haben den Zeitgeist, der uns auch dazu zwingt, an vielen Stellen neue Lerntrends anzubieten. Und wir haben vor allem die technischen Möglichkeiten. Die haben uns letztes Jahr überrollt. Es gibt viel mehr technische Möglichkeiten. Und vor allem stellen sich für Unternehmen die Frage, wenn ich es schon habe, was mache ich eigentlich damit mit diesen technischen Möglichkeiten? Das sind die beiden Komplexe, die unseres Erachtens das Thema, warum beschäftigen sich Unternehmen mit Lerntrends, befeuern. Wenn man es mal von der methodischen Seite sieht, und ich glaube, viele kennen diese Mischung, man lernt 80% durch Tun, 40 durch Lesen, 20 durch Hören. Eine andere Thematik ist das Thema, wir haben in der Vergangenheit sehr häufig gelernt, in einem Zeitpunkt, wo ich es noch nicht brauche. Das heißt, ich habe vorab gelernt, auf Vorrat gelernt. Und das hat vielleicht noch funktioniert, wenn Prozesse 5, 7, 8 Jahre gehalten haben. Aber in der heutigen Zeit mit einer ständigen hohen Änderungsquote haben wir das Bedürfnis, wir sagen hier bewusst zum Zeitpunkt Moment of Need Informationen zu bekommen. Und wie können wir denn auf diese Möglichkeiten eingehen oder diese Anforderungen eingehen, dass ich zu einem Zeitpunkt, wenn ich irgendwo sitze, Informationen brauche? Was habe ich da für Möglichkeiten? Vielleicht vorab, wir wollen nicht die Lanze brechen ausschließlich für neue Lerntrends. Das Thema Training im Bereich formal, das Thema auf Vorrat lernen wird nach wie vor Bestandteil bleiben. Wir werden zum Beispiel Compliance-Training nicht dann lernen können, wenn wir sie erst brauchen. Wir werden sie vorher machen müssen, weil sie Voraussetzungen sind. Wir werden auch Führungskräftetrainings vorab machen müssen, weil es ist denkbar ungünstig, wenn ich mitten im Führungsgespräch bin, dann zu sagen, ich muss erst mal googeln. Das müssen wir vorher tun. Aber die Frage ist, wie können wir diesem Moment of Need der Informationsbeschaffung begegnen? Ich mag es mal als Jahrgang 65, beschreiben, der Anforderungszeitpunkt, wie bekomme ich den, oder der Anforderungszeitpunkt für eine konkrete Antwort, eine konkrete Lösung. Welche Möglichkeiten habe ich da? Diese Möglichkeiten können wir von der neuen Generation als einen Hinweis bereits beschaffen. Die neue Generation, die sogenannten Digital Natives, sind ja mit diesen neuen Anforderungen aufgewachsen und haben ihr Lernverhalten bereits angepasst. Wie lernen Digital Natives? Sie lernen zum einen durch Kommunikation und Netzwerken. Vernetzung wird generell immer wichtiger, jedoch werden Xing, Facebook und Twitter nicht mehr nur dazu benutzt, Kontakte zu pflegen, sondern auch immer mehr, um konkret Wissen zu beschaffen, Wissen zu erlangen. Zum Beispiel werden Fragen gepostet auf die Pinnwand oder man benutzt Blogs, um Wissen zu erlangen. Und das ist oft auch eine wesentlich schnellere Antwort oder man erhält wesentlich schnellere Antworten durch die Antwort eines Freundes, bevor man lange selbst sucht. Ein weiterer Punkt ist Playing Games. Lernen muss Spaß machen. Das ist vor allem eine Forderung, die die Generation Y stellt. Die Generation Y will eine spannende Herausforderung, will lernen fürs Leben, für den Spaß. Und ein dritter Bereich, the Trial and Error, also das Ausprobieren. Es wird nicht mehr alles vorher sauber gelernt, bevor es angewendet wird, sondern oft wird auch, also ist der Anspruch, dass Sachen intuitiv sind und man sie durch Ausprobieren schnell verstehen kann. Und wenn das nicht klappt, dann wird das aktive Suchen eingesetzt, Stichwort googeln. Ich denke, das ist schon sehr weit verbreitet bei allen von uns. Wie wird das Wissen nun strukturiert? Zunächst muss man wissen, es gibt verschiedene Wissensarten. Die sind hier horizontal angeordnet. Also zunächst muss der Lerner motiviert werden, um überhaupt sich selbstständig fürs Lernen zu begeistern. Das heißt, wir müssen vermitteln, wofür lernen wir eigentlich. Als nächstes muss ein Grundlagenwissen
bereitgestellt werden. Das heißt, wenn zum Beispiel der Lerner einen neuen Prozess lernen muss, muss er wissen, wo fängt dieser Prozess an, wo hört er auf, was passiert da eigentlich in meinem Unternehmen. Das Handlungswissen besteht dann dadurch aus diesen konkreten Einzelschritten. Das heißt, wo klicke ich was im Formular zum Beispiel. Und erst wenn die Grundlage geschaffen wird und der Lerner motiviert ist, kann er das Handlungswissen auch gezielt anwenden und richtig umsetzen. Neben diesen zwei verschiedenen Wissensarten gibt es auch zwei verschiedene Lernarten. Das ist einmal das formelle Lernen, das passiert vor dem Moment of Need, das ist dieses Vorratslernen, wie wir es genannt haben, das auch immer noch aktuell sein wird, weil eben die entsprechenden Grundlagen geschaffen werden. Allerdings kann man die Vermittlung von Handlungswissen und Grundlagenwissen zum großen Teil auch in den Moment of Need verlagern, in das informelle Lernen. Hierbei sind Lernmöglichkeiten zum einen die Electronic Performance Support Systems, was wir hier als EPSS sehen. Das sind Guides, die quasi im Moment of Need den Lerner durch ein, zum Beispiel durch ein Formular führen. Es gibt natürlich auch die klassische Online-Hilfe oder Knowledge Nuggets, auf die wir später noch eingehen werden. Gut. Haben wir uns gerade zwei Fragen gestellt. Die eine Frage war, welche Anforderungen gibt es, aus welchem Kontext heraus? Und die andere ist, na, wie haben wir es methodisch einzubinden? Wie binden wir diese neuen Anforderungen ein in ein methodisches Konzept von Lernform? Nehmen wir den dritten Punkt, das Thema Lerntools. Es gibt viele Diskussionen darüber, welche Tool man einsetzen soll, welche Möglichkeiten es gibt. Die Technik ist in dem Umfeld, naja, schon fast grenzenlos. Wenn man sich mal ein bisschen umschaut auf den Seiten, gibt es solche Auswertungen wie die Top 100 Learning Tools für 2012. Ich muss gestehen, obwohl ich schon seit Jahren in dem Umfeld tätig bin, ich kannte viele nicht, für mich waren sie nicht präsent. Wenn man sich mal die Top 10 Tools anschaut, auch im Bereich Learning, dann ist das eine Sache, wo ich sage, ja, ein paar von denen kenne ich schon. Mir ist aber nicht klar gewesen, dass man diese als Learning Tools für unternehmerisches Lernen einsetzen kann. Und wir würden an der Stelle eine kurze Umfrage machen, und zwar eine Umfrage für über diese 10 Tools, angefangen von Twitter bis Nummer 10 Wikipedia. Und die Frage, die wir Ihnen stellen möchten, ist, werden von diesen 10 Tools, welche von Ihnen aktiv eingesetzt und sind erlaubt? Bewusst eine kombinatorische Frage. Welche von diesen Lerntools auf der rechten Seite werden bei Ihnen aktiv eingesetzt zum unternehmerischen Lernunterstützung und sind erlaubt? Wir sehen hier, dass von den Personen 53% Google Search nehmen, gefolgt von YouTube mit 37, WordPress, Twitter, Google Docs und Google Drive. Dann hätte ich gleich noch für die zweite Frage genau die gleiche Frage mit anderen Medien auch nochmal die Bitte an Sie, entsprechend nochmal Ihre Antworten zu geben, welche Medien Sie auch gezielt in Ihrem Unternehmen für das Lernen einsetzen. 91% sagen PowerPoint, ich denke mal, das ist der absolute Gewinner. Davor mit 53%, 15% Skype, 10% jeweils Dropbox und Facebook. Gut, vielen Dank fürs Mitmachen. Heißt für uns natürlich auch, wenn PowerPoint einen so hohen Stellenwert hat, heißt es in der methodischen Ansicht, man verschickt Präsentationen, um irgendwas mit was mitzubekommen. Vielen Dank dafür. Ja, wenn man sich mal über Lerntrends Gedanken macht. Ich hatte anfänglich erwähnt, wir sind schon länger in diesem Thema unterwegs. Professionell im Bereich Wissenstransfer beschäftigen wir uns seit 15 Jahren mit dem Thema Lernen im unternehmerischen Kontext. Es gibt heute noch ungefähr ein Drittel der deutschen Firmen, über 3000 Mitarbeiter, die noch kein LMS haben. Also fast 30%, knapp über 30% der deutschen Firmen im Mittelstand, auch durchaus teilweise Hidden Champions mit bis zu 10.000 Mitarbeitern, haben noch keine elektronische Unterstützung von einem Lernprozess. Die haben andere Sorgen als Lerntrends, die wir gerade diskutiert haben, sprich, die sind auf einer sehr pragmatischen Art und Weise unterwegs. Nur wenn man sich anschaut, was uns heute beschäftigt, das Thema Lerntrends, dann ist die Frage, was ist eigentlich ein Trend? Ein Trend in der Soziologie ist ein Trend, etwas, was man beobachten kann, aber nicht messen kann. Das ist hier ein bisschen anders. Wenn wir anschauen, die Trends, die wir wahrnehmen, resultiert es aus vier verschiedenen Kriterien. Zum einen, naja, wir haben eine Nachfrage. Kunden fragen uns und mit den
Anforderungen, wir würden gern Mobile Learning einführen und wir fragen ja, wozu? Die Nachfrage ist da nach neuen Lernkonzepten im Sinne, wir möchten wegkommen von Schulungen lange vor einem Go Live und danach festzustellen, dass sich die nur 1 nach 6 Wochen erhöht hat, ist die Supportquote, weil das Training in so langen Zeitraum vorab wirkungslos war. Gibt es Möglichkeiten, es zu ändern? Das zweite ist die Variable, naja, wir haben Angebote. Wir machen Angebote für neue Lernformen, neue Lernmöglichkeiten, kurze Sequenzen, die auch nachgefragt werden, die wir auch entsprechend anbieten und erfolgreich anbieten, was uns auch natürlich zeigt, offensichtlich treffen wir den Nerv der Zeit. Der dritte Punkt ist das Thema Unsicherheit. Wir haben viele Möglichkeiten technisch, das Thema Social Collaboration, das Thema solche Sachen wie Twitter und YouTube, Unternehmenswiki, wo eben die Fragen kommen, was machen wir eigentlich damit, wie gehen wir damit um, bis hin zu etwas, naja, fast konfusen Frage, oder nicht konfusen Frage, etwas Frage, die da heißt, naja, wie kann ich eigentlich diese informellen Lernprozesse und Lernmöglichkeiten formalisieren, was natürlich wenig Sinn macht, aber natürlich die Kernfrage ist, wie kann ich Dinge anbieten im Unternehmen, neue Lernmöglichkeiten anbieten, die sich sinnvoll einbetten in die gesamtunternehmerische Lernstrategie. Naja, und der vierte Punkt, woran nämlich ein Trend war, alle Welt beschäftigt sich damit. Wenn man sich mal diese Lerntrends anschaut, die wir in den letzten Jahren wahrgenommen haben, dann sind es vor allem 4 Punkte. Das eine ist der linke obere Block, das Thema soziales Lernen. Zeitgeist, die Generation heute will es, nutzt es, braucht es. Es ist eine andere Form, sich Informationen zu beschaffen. Und was wir hier gerade tun, auch im Bereich der Beratung oder auch mit Unternehmen zusammen zu überlegen, naja, wo können wir sie sinnvoll einsetzen? Wo können wir sinnvoll diese Plattformen strukturieren oder einsetzen im Kontext des Lernens? Links im zweiten Bereich das Thema Mobil. Wir haben die Möglichkeiten. Die ganze Welt hat iPhones, iPads, you name it. Wie kriegen wir die Lerninhalte sinnvoll auf diese Geräte? Welche machen da Sinn? Wann machen sie Sinn? Und das sind Dinge, wo wir mitten dabei sind. Sprich, wenn ich Mobile Content anbiete, muss ich dann online sein? Kann ich offline sein? Wenn ja, wie kommen die Daten auch zurück? Das sind vor allem technische Fragestellungen aktuell, aber davor auch methodische. Macht es überhaupt Sinn? Trennung von Arbeit und Lernen. Es gibt noch ausreichend Kunden in unserem Kundenkreis, die sagen, das wollen wir gar nicht. Wir wollen gar nicht, dass die Mitarbeiter oder die Kolleginnen die Arbeit mit nach Hause nehmen. Wir möchten das gern getrennt haben. Also da auf beiden Seiten auch, da ist ein Trend, ja, technisch noch nicht ganz ausgereift und methodisch noch durchaus diskussionswürdig. Der rechte obere Punkt, interaktive Lernkonzepte zum richtigen Zeitpunkt, ja, wenn ich den Moment of Need habe, wie treffe ich ihn am besten, mit welcher Methode? Dazu haben wir gleich auch eine Demo vorbereitet. Das ist eben auch die Frage, ich möchte nicht wochenlang im Voraus lange Trainings machen, ich möchte zum richtigen Zeitpunkt eine Sequenz anbieten, eine Interaktion anbieten, eine Möglichkeit anbieten, die mir erlaubt, zielgerichtet zum richtigen Zeitpunkt zu lernen. Und auf der rechten unteren Seite das Thema Electronic Performance Support. Wir haben diese Woche ja in der Webinarreihe verschiedene Punkte, wo das detailliert wird. Hier die Idee, zum richtigen Zeitpunkt eine Möglichkeit zu haben, wenn ich am System arbeite, mir zeigen zu lassen, wie eine Hilfe funktionieren kann, wie der Ablauf sein kann und noch viel mehr, selbst dazu beizutragen, wenn ich eine Lösung gefunden habe, die zu veröffentlichen. Also in dem Bereich heißt es nicht nur, ich habe irgendeine Sequenz, irgendeine Hilfe, irgendein Video, das mir hilft, meine Arbeit zu machen, sondern ich kann auch wirklich aktiv hier eingreifen, selbst eine Lösung generieren und die der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Das sind die 4 Lerntrends, die wir aktuell wahrnehmen, aufgrund von diesen 4 Variablen, wie man einen Trend festmacht. Und im rechten oberen Bereich würde ich jetzt einmal eine kurze Demo machen zum Thema interaktive Lernkonzepte zum richtigen Zeitpunkt. Wir nennen es Knowledge Nugget. Das sind kleine Sequenzen, die man zielgenauer produziert. Zum Beispiel, wie verhalte ich mich im Ausland, wenn ich beispielsweise in China bin für 15 Minuten. Oder kleine Sequenzen, wo ich sage, ja, ich würde gerne den Kolleginnen und Kollegen was bereitstellen zum Lernen am Arbeitsplatz. Wie so ein kleiner Kiesel, ja, der irgendwo reinpasst. Zwischen große Blöcke, aber zum richtigen Zeitpunkt. Durch diesen gezielten Einsatz dieser neuen innovativen Lernmethoden kann die Lernkurve, die wir vorher gezeigt haben, optimiert werden. Wir sehen hier immer noch die
grau gestrichelte Linie mit dem Wissen, was am Anfang sehr viel Wissen vermittelt wird, das dann zu einer Wissenslücke im Moment of Need führt, weil viel vergessen wird entsprechend. Durch den Einsatz neuer Lernformen wird am Anfang nur noch relevantes Grundlagenwissen und Zusammenhänge vermittelt. Das heißt, der Lerner kann sich auf die wesentlichen Dinge konzentrieren, lernt in der Menge weniger, allerdings mit dem Fokus auf die Zusammenhänge und kann danach das Wissen besser einordnen. Dieses kleinschrittige Handlungswissen und ein Teil des Grundlagenwissens wird dann später direkt im Moment of Need vermittelt, was dazu führt, dass weniger vergessen wird und die Lernkurve optimiert wird. Das heißt, das informelle Lernen am Arbeitsplatz unterstützt nachhaltiges Lernen. Zusammenfassend, wir hatten eben das Thema Lerntrends kurz beleuchtet, im Rahmen der Einführungsveranstaltung natürlich nicht die Zeit, für jedes im Detail einzugehen, dafür ist die ganze Woche vorgesehen. Wir haben in der Woche 8 verschiedene Webinare, jeweils zum Detail. Wir bewegen uns schon in den Lerntrends in diesen Bereichen. Das Thema Performance Support, wie kann ich zum richtigen Zeitpunkt den Mitarbeiter in diesem, wir prägen es mal so, Moment of Need Informationen bereitstellen. Gehört als Lerntrend links in den Bereich Performance Support und auf der rechten Seite als Lernform ist es halt ein sehr selbstständiges Lernen. Das Thema Enhanced Learning vor allem, Kombination von informellen und formellen Methoden, ebenfalls auch im Bereich der Lernform selbstständig, auch dazu Webinar in dieser Woche. Das Thema Cloud Learning, naja, jeder, der ein LMS kennt und der sich mit LMS beschäftigt hat, der weiß, wie schwierig es der Vergangenheit war, wenn ich nicht nur die internen Mitarbeiter damit in irgendeiner Form betreuen, informieren, ausbilden möchte, sondern eben auch die externen und da eben aufgrund in dem Falle einer technologischen Neuerung oder anderes Konzeptes deutlich mehr Möglichkeiten im Bereich Cloud Learning, auch dazu ein Webinar. Social Learning, eben kurz angerissen. Die anderen beiden, die hellblauen, naja, das sind Sachen, die nicht ganz neu sind als Lerntrends, Virtual Learning. Aber auch da, unseres Erachtens, gibt es noch relativ viel Handlungsbedarf in Zukunft. Ich denke, das Thema Virtual Learning, vor allem das Thema Teletutoring, wie mache ich ein Virtual Learning richtig, wie kann ich es nutzen für globale Ausbildungsstränge, das sind Dinge, die hier interessieren. Last but not least, das Thema Blended Learning, eigentlich schon längeres Thema, 10, 12 Jahre alt, schon was noch länger. Wie kombiniere ich sinnvoll Präsenzveranstaltungen, sinnvoll formelle Lernmethoden mit informellen? Man findet es auf beiden Seiten, links und rechts. Es ist zum einen ein Lerntrend, weil es eben nicht nur noch umgeht um Lab-Based Training und Klassenraumtraining, sondern eben verschiedene Möglichkeiten kombiniert. Und was meinen wir mit TNA? Das ist eine Basis, das Thema Training Needs Analysis, wo wir auch merken, naja, wenn wir über Lerntrends reden, dann ist erstmal vorab die Bedingung, wozu brauchen wir es überhaupt? Was ist das Bildungsbedarf in der Zukunft? An welchen Stellen möchte ich selbstständig anbieten? An welchen Stellen habe ich Handlungsbedarf, vielleicht zu restrukturieren, erstmal aufzuräumen an vielen Dingen und mal ein bisschen den Weg für neue Möglichkeiten bereiten? Das sind in aller Kürze, in dieser kurzen halben Stunde heute, unsere Eindrücke. Wo gibt es die Anforderungen? Wo kommen sie her? Welche gibt es vor allem? Und wie lassen sie sich einordnen in verschiedene Lernformen?